Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7 mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass das Spiel scheinbar immer noch weitergeht und wir es in dieser Session nicht beenden, was krass ist, weil das Spiel, habe ich in der letzten Folge ja schon erzählt, ich hätte nicht gedacht, dass es so lang ist, was eigentlich nice ist, aber auf dem Schiff hat sich das ein bisschen kacke angefühlt. Also alles, was wir mit Mia gespielt haben, war teilweise, ja okay, teilweise ging es, ne? Da hatte ich schon meinen Spaß. Warum die Musik? Warum die Musik? Alter. Okay. Gut, dass die keine vielen Hits brauchen. Okay, tot. Holy shit, brauchen die viele Hits. Ja. Alles, was ich mit mir gespielt habe, war eher so semi-geil. Da hat sich das schon ein bisschen gezogen. Jetzt das Labor, okay. Hat mir ja schon mein Interesse geweckt, so ein bisschen, ne, von der Story her. Wobei die Story geht so deep ist, ne. Okay, wir haben halt Mia, die wir suchen, Zoe, die Baker-Familie und so. Und Umbrella wird dahinter stehen und da Evelyn irgendwie erschaffen haben oder was. Das ist eigentlich schon relativ offensichtlich. Trotzdem ist es immer noch spannend, so ein bisschen, wie genau es ausgehen wird, ne? Und ob Mia und Zoe einfach alle tot sind? Hallo? Seltsamer Tunnel hier. Scheinbar hat sich trotzdem auch... Oh. Nice. Mein Lieblingsitem. Trotzdem hat sich scheinbar das Virus auch hier unten hin verschlagen. Also hier sind auch alle infiziert. Was ja nicht der Plan von der Umbrella Corporation ist, ne? Denke ich mal. Das sind deren... Oh Gott. Wo kommen die denn her? Lass mich durch. Ich bin Arzt. Ich trap die. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? What the fuck? Ist das hier eine Sackgasse? Was zum Teufel? Okay. Okay, so. Da habe ich mal ganz souverän zwei Headshots verteilt. Drei Headshots verteilt. Nicht bad, ey. Ich war ein bisschen in Panik, muss ich sagen. Die sind hinter mir gespawnt und ich dachte, von hier würde ich kommen. Ach, von hier bin ich ja auch gekommen, aber das Point of No Return. Deshalb war da eine Wand, ey. Das hat mich voll überrascht. Okay, cool. Gehen wir weiter durch das Höhlensystem. Der bösen Corporella. Alter! Kann das Spiel mal aufhören, Dinger hinter mir zu spawnen? Nicht so cool. Oh, zwei Stück sogar. Die werden noch leben, wa? Der auf jeden Fall. Wo habt ihr den soliden Headshot gesehen? Ich werde echt besser. In Resident Evil. Man erwartet, also die haben es echt gut gemacht hier, man erwartet nicht, dass die plötzlich hinter einem sind. Trotzdem muss ich sagen, am Anfang war das Spiel eine Milliarde Mal gruseliger. Vor allen Dingen die Demo. Leute, ist hier gar nichts mehr? Die Demo, da habe ich mir so hart in die Hose geschissen, wie in noch gar keinem anderen Game, obwohl da kaum Jumpscares vorkamen, ne? Da haben die es halt nicht übertrieben mit den Zombies und allen. Oder mit den, wie die auch immer heißen, die Infizierten. Das Rätsel, wa? Da gab es halt nur einen im Keller und ansonsten wusste man nie, was wirklich passiert und die Sachen sind dann gespawnt. Das war so genial. Und ehrlich gesagt, im Moment ist es echt sehr viel Actioner von Resident Evil 7. Wo man im Haus war und die ganzen Rätsel hatte, fand ich das viel cooler. Ganz ehrlich. Was muss ich hier machen? Ah, das Ding muss ich wahrscheinlich schieben, wa? Okay. Quite offensichtlich. Go, go! Gadget. Nice. Okay, das war cool. Weil mittlerweile fühlt sich einfach nur an wie ein Story-Spiel, wo man halt rumballert und so. Aber Horrorspiel? Ha. Ich meine, es hat noch ein paar Jumpscares, ne? Wobei auf dem Tanker waren da Jumpscares. Nicht wirklich. War schon wieder diese Scheiße. Komm, noch Muni.
Ich ein paar Headshots verteilen. Und mein Zeug hier gut benutzen, meinen Explosiv-Stuff. Okay, wir gucken erstmal, was hier unten ist. Keine Monster. Das ist schon mal gut. Schon mal nicht schlecht, ne? Kraut. Ist auch super gut. So, machen wir uns direkt großes Heilungsding. Wir haben ja gerade unser Heilungsding verbraucht. Weil ich ein bisschen in Panik war. Aber es ist kein Problem. Wir haben Neues bekommen. Alles gut. So. Die Entscheidung mit mir, ne? Wie lange die schon zurück... Oh, wow. Es ist auf jeden Fall Lukas hier am Werk. Das ist doch... Also irgendwas müssen die hier mit Lukas jetzt machen, sonst bin ich enttäuscht. Der hat sich auch nochmal angekündigt, dass er nochmal zurückkommt. Computer. Zweimal. Was haben die hier gekocht? Haben die hier Meth gekocht? Das sehe ich doch direkt. Meth-Utensilien. Können wir einfach weitergehen, theoretisch? Können tatsächlich einfach weitergehen und den Computer komplett ignorieren. Finde ich ehrlich gesagt ganz schön witzig. Ach so, das ist nur Text. Okay. Alter, das ist viel. Okay. Wir lesen es trotzdem vor. Gesendet Freitag, der 16. Januar 2015. Okay, also relativ zeitnah. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal daran arbeiten. Sie ist nicht nur wie ein kleines Kind. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist genauso blöd wie eins. Okay. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht, ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Das ist von Lukas geschrieben. Vor allem für Mia, das Missstück ist immer noch irgendwo zwischen Evie, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht... Sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Biowaffe. Das ist von Umbrella. Und Lukas schreibt hier irgendwelche Quatsch. Und der hat anscheinend sie auch eingesperrt, die Mia, weil er ist der Einzige, der noch so halbwegs normal ist. Seine Familie war ja komplett am Sack. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine scheiß Arbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinskram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. What the fuck? Übrigens sieht Evie krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Ist es so aus? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Wait, what? Alt werden? Apropos alt, was ist eigentlich mit der Oma? Das war nicht Evelyn, oder? Die Oma? Die ist schon übel lang nicht mehr vorgekommen. Nee, die Oma ist doch nicht Evelyn gewesen. Das ist doch Quatsch. Infection Report. Können wir gar nicht richtig angucken. Ach doch. Ich bin mega dumm. Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome, wenn das Innere der E-Serie jetzt gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum Kontakt treten. Das ist schon längst passiert, das ist jetzt viel zu spät. Das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde, oh okay. Wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunliche regenerative Fähigkeiten. Ja, das haben wir schon gesehen. Im Experiment entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmassen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Oh Mann, da sind kranke Experimente geschehen, ey. Mittleres Stadium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirtes mit denen des E-Serie Vermittlers in Einklang gebracht. Die Wirt beginnt, Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf wird er vollständig unter der Kontrolle des E-Series-Vermittlers, der es jetzt quasi Evelyn ist. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jegliche Sinne seiner selbst. Endstadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen ist extrem schwierig. Ich habe davor schon mindestens 1000 Leute getötet.
Das war übertrieben. Ist das die Biowaffe? Die haben also irgend so ein kleines Mädchen zur Biowaffe gemacht, also halt Evelyn, ja. Was zum Teufel ist das denn hier? E-Exorzisten, E-Serie, Dosierungstest. Oh, einfach bei so einem Mädchen. Ist das Evelyn? 10 Minuten nach Dosis, tot. Oh lol, das Mädchen. 12 Minuten nach Dosis. Kalzinfektion der Zellen. 5 Minuten nach Dosis erbrechen. Krass. Das gefällt mir, der Slowboy. Das gefällt mir viel mehr als dieser Tank. Was zum Teufel ist das denn hier? Aber wir verlassen die ganze Station. Warum ist sie so verlassen? Um noch mehr zu lesen. 1 von 7! Alter! Gucken wir erst mal, was da drin ist. Target acquired. Oh, das haben wir auf dem Schiff schon mal gesehen. E-Nekotoxin. Zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie Biowaffe basieren. Nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serie-Zellen in den Nexoctin-Behälter. Oh, hab ich! Hab ich! Ich baue eine Waffe gegen Evelyn. E-Nextrutin. Das wird Evelyn gar nicht gefallen. Das wird ihr gar nicht gefallen. Tja, mit diesem kleinen Baby können wir uns alle retten. Das ist keine Nadel, oder? Doch, das ist eine Nadel. Tja, ich würde sagen, den Rest der Folge lesen wir mal Story. Komm, fangen wir einfach an. Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen des NextBus-Initiative Next Generation Experimental Battlefield Superiority der Firma initiiert, Alter. Um Unterstützung durch technische Hilfe des HCF, eine Biowaffe zu entwickeln, die feindliche Kämpfer mit minimalen Direkthautkontakt im großen Stil neutralisiert. Die Nextbus-Initiative wurde später abgewickelt und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Oh, krass. Weil dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreiter zu machen, generische Elemente zu willigen Dienern. Achso, wie Evelyn alle zu Dienern macht. Da diese Kosten nicht nur für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch die für den eigentlichen Kampf praktisch auf null reduziert, ist kein Wunder, dass und selbst die Organisation von sich darauf stürzten. Okay, da sind Sachen ausgeblankt. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von In gewesen, dem erstaunlichen fortgeschrittenen viralen Evolution-Fungus, den wir gewöhnlich als Mutantiet bezeichnen. Sorry, falls ich da irgendwas falsch vorlese, aber holy shit, was sind das für Wörter? Die Herstellungsmethoden jeder der Biowaffe sah vor, das Mutamizet-Gnom einem menschlichen Embryo vor dem vierzelligen Stadium zuzuführen und diesen dann über einen Zeitraum von 48 bis 40 Wochen in einer kontrollierten Umgebung zu kultivieren. Die daraus resultierten Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und danach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert. Von der impraktikablen und fehlerbehafteten A- bis D-Serie bis zur perfektionierten E-Serie. Hey, also Evelyn ist E. Als äußere Erscheinung wurde einheitlich die eines etwa 10-jährigen Mädchen ausgewählt, um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulation zu gewährleisten. Als äußere Erscheinung wurde einheitlich, weil ein 10-jähriges Mädchen, da wird keiner misstrauisch, sondern da wird jeder, hey, cool, alles cool bei dir. Das Experiment der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähig, Mutant blablabla nach Beliebigen aus ihrem Gewebe auszuscheiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutant blablabla, wenn es einer wird, blablabla, zugeführt wird, diesen einen tiefgreifenden Kontrolle über Körper und Geist aufzuzwingen. Wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält. Aber die gängige Theorie ist, dass der Übertrager und Autoindukteur Pheromonen ähnelt, die Bakterien der Art Pseudomonas für Quorum Sensing benutzen. What the fuck? Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist.
Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, so, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist. Und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird. Ja, Halluzination. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigen, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extremere Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstverstümmelung oder Angriff auf andere Menschen. Ja, okay. Von mir wollte sie am Anfang auch nur, dass Mia ihre Mutter ist, und danach hat sie dazu gebracht, mich anzugreifen, ja. Die dadurch ausgelösten psychologischen Schock hilft, die natürliche Barriere des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche aufzulösen, und wenn die mentalen Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich die Blablabla durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, sodass der Körper was? Nichts mehr machen kann, am Arsch ist? Explodiert? Zu Staub wird? Alter, war das... Oh Gott. Alles klar, wir haben damit angefangen. Ich ziehe das jetzt eiskalt durch. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus blablabla, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen blablabla bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten blablabla, einer Provokation, das ist ein leichtes Wort, das kann ich, wild verteidigen. Ihre pilzartigen Widerstandskräfte und beeindruckende Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben diese Superorganismen die Moldet getauft. Oh, Moldet, so heißen diese Viecher, ja. Angelehnt an den Worten Mold, Schimmelpilz und Moldet, geformt. Geformter Schimmelpilz, okay. Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Für die Behandlung von unbeabsichtigten Infektionen kann ein spezielles fungiziertes Serum gewonnen werden, in dem Gewebeproben von Evelyn unterzogen werden. Ja, sowas habe ich doch schon mal gemacht, oder? Ich habe das Zoe geheilt. Das Serum einer infizierten Person zu injizieren sorgt für eine Kalzifikation der blablabla, aber wenn die Zellen der Person schon weitestgehend befallen ist, ist das Serum tödlich. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Oh, habe ich damit vielleicht Zoe getötet? Kann das sein, dass ich damit Zoe getötet habe? Und wenn ich das Mia gegeben hätte, hätte ich damit Mia getötet? Die sind ja schon viel länger infiziert worden. Wisst ihr, wie ich meine? Das Fenster ist ja mega klein und die waren ja schon vor lange infiziert. Oder reden die gar nicht über die Infizierung von Evelyn, die Zoe und Mia hatten, sondern die Infizierung, die dazu führt, dass man so ein Monster wird, so ein Moldet. Weil Mia ist ja kein Moldet und so geworden, und Zoe und Baker und Margaret auch nicht, ne? Während wir das Potenzial des Serums untersuchen, fanden wir heraus, dass diese Effekte aufs Äußere steigen können. Wenn wir es aussetzen, wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt E-Injektion nennen und das selbst in kleinsten Dosen tödlich ist oder so. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierte Personen als verschiedene Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter oder Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in sozialen Gruppen einzufügen, als ein einsames Mädchen. Okay. Andererseits, nun, ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihrer wahrgenommenen Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzucht kompensieren möchte, die Liebe der Eltern. Okay, die wurde... Okay, das kann sein, dass sie so einen Komplex hat dadurch, weil die einfach abgeschattet wurde und dann aufgezogen wurde. Sorry dafür. Schreibt mir mal rein, wie ihr das findet, wenn ich so viel lese. Es ging jetzt. Ich weiß nicht, mich hat die Story auch ein bisschen interessiert, ne? Wir haben jetzt auf jeden Fall auch was gelernt. Flammengranaten, okay. Anscheinend will das Spiel, dass ich mit Flammengranaten spiele. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Ich wollte meine Waffe wechseln, ne? Weil dafür habe ich kaum noch Muni. Das lohnt sich gar nicht mehr. Flintenmuni habe ich dabei. Ich habe zweimal Kraut dabei, ne? Ich könnte mir damit erstmal ein bisschen was craften. Und zwar Heilung. Ich werde mir Heilung craften. Und ansonsten werde ich, glaube ich, jetzt mit den Flammenwerfer spielen. Aber dafür habe ich nur zwei Dinger, ne? Flammenwerfer mit den Granatwerfer. Aber zwei Dinger reichen nicht. Ich denke, ich werde mit der Shotgun spielen. Boah, ich habe auch voll viel Flintenmuni.
Alter Schwede, ich werde auf jeden Fall mit der Shotgun spielen. Wir haben zwei verschiedene wieder, ne? Flintenattrappe. Ne, wir haben nur eine. Cool. Haben wir noch mehr Money für die Flinte? Flüssige Chemie-Kacke kann ich mir mal holen. Ne, soweit war es das eigentlich. Mit dem, was ich mitnehmen will. Ich speichere mal auf irgendeinen randomen Teil da. Und ich glaube, ein bisschen machen wir noch. Ich habe ja so viel vorgelesen jetzt, ne? Oh ja, guck mal, wir sind quasi nur in so einem Safe-Raum gewesen. Ist das... Das sieht aus, als könnte man da rein, aber... Scheinbar eine komplett zur Tür. Verbesserte Pistolenmunition. Davon haben wir mittlerweile auch viel. Hört ihr das? Ich habe so ein Ding. So ein Köpfchen. Tja, vielleicht kommt ja noch ein Kampf. War das hier unten? Vielleicht war es auch auf der komplett anderen Seite. Ich habe so ein Köpfchen gehört, was man sammeln kann, ne? Items. Ja. Bombe mit Fernzünder ist mega witzig. Einer meiner Lieblingswaffen, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Okay. Hallo? Oh, ich höre Evelyn, die singt. Hört ihr das? Ich glaube, das ist der Intro-Song von Resident Evil. Dies wo keine Ahnung, ich kann es gar nicht nachsingen. Ich würde sagen, wir beenden das hier. Ich habe jetzt ein bisschen länger gemacht. Nicht gerade viel, aber gut. Ich will dir ja trotzdem 20 Minuten halten, die Parts. Schreibt mir mal rein, wie ihr das fandet, dass ich so viel vorgelesen habe. Ich selber wollte jetzt einfach mal die Story erfahren, ne? Ja, ich bedanke mich, wie es immer, fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.